Leute, oder soll ich lieber sagen, hi ihr kleinen Schlingel, denn ihr habt auf das Video geklickt, weil ihr auf der Suche seid nach illegalen Cheating-Tricks, mit denen ihr besser spicken könnt. Naja, was soll ich sagen, die werdet ihr auch kriegen. Aber natürlich sei von vornherein gesagt, dass jeder selbst für sich verantwortlich ist und für das, was er tut und auch für die Gefahren, denen er sich eventuell beim Spicken aussetzt. Aber schlussendlich soll das Video auch einfach nur der Unterhaltung dienen, um einfach mal zu sehen, was es so für coole Möglichkeiten gibt. Und außerdem hilft ja auch oft schon die Anfertigung eines Spickers, laut Statistik sogar, dabei sich Sachen besser zu merken, und ob man ihn dann rausholt, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ich hatte ja schon ein Video gemacht mit legalen Cheating-Tricks, mit denen ihr garantiert eure Noten auf jeden Fall um einiges verbessern könnt. Das Video verlinke ich euch auch nochmal hier oben und unten in der Infobox. Und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's mit dem ersten Spickertrick. Und zwar benötigt man dafür nur ein Geodreieck. Man soll sich einen Spicker in Form des Geodreiecks ausschneiden, beziehungsweise erst aufschreiben und dann ausschneiden und dann hier hinten draufkleben. Und dann kann man das Geodreieck bei gegebener Zeit eben so umdrehen und das Ganze lesen. Und wenn die Lehrperson dann rumgeht, kann man das Ganze wieder auf das Blatt runterfallen lassen und somit sieht man überhaupt nichts vom Spicker. Und der nächste ist der Wasserflaschentrick. Den kennt vielleicht schon einige von euch, aber garantiert in anderer Version. Und zwar kenne ich den Trick zum einen so, dass man irgendwie dieses Etikett von der Flasche abmachen soll, in den Scanner packen soll und irgendwie mit einem Bildbearbeitungsprogramm hier diese Inhaltsstoffe verändern soll oder was auch immer, was hier draufsteht. Das finde ich persönlich etwas aufwendig. Den Trick, den ich jetzt kennengelernt habe, ist folgender. Und zwar nimmt man das Etikett ab und schreibt dann in die Innenseite des Etiketts, also auf die Rückseite, mit einem Folienstift, damit es auch ordentlich hält, seinen Spicker. Dann kann man das sozusagen immer, wenn die Wasserflasche vor einem steht, so durchsehen. Ne? Und wenn die Lehrperson dann eben gerade rumgeht, kann man sich schnell die Wasserflasche so nehmen und gluck, 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 trinken und das ganz geschickt mit der Hand verdeckt. Den nächsten Trick kenne ich von einigen vielen Freundinnen von mir, die den gemacht haben. Wenn der Lehrer noch rumgeht und so ein bisschen getummelt ist und er gerade erst die Klausuren verteilt, dann holt man seinen Spicker raus. Und damit man nachher nicht die ganze Zeit dieser Gefahr ausgesetzt ist, geht man jetzt einfach so mal all in oder wie man das nennt. Man setzt jetzt alles auf eine Karte, macht ihn aber recht klein. Also der sollte schon die Hälfte nur groß sein von dem. Und legt ihn in seine Hand und dann schreibt man ganz, ganz schnell die ganzen Informationen, die da draufstehen, auf das Blatt Papier, auf die Klausur, die man gerade erhalten hat, mit Bleistift ab. Und dann packt man den Spicker schnell wieder weg und dann hat man sozusagen alle Informationen auf der Klausur, muss sie natürlich nachher nur noch wegradieren. Und eine recht moderne Spickermethode, die ich bisher noch nicht kannte, ist die Tempo-Verpackung-Spickermethode. Da geht man hier unten mit einem kleinen Messer oder mit einer Schere rein und macht diesen Schlitz auf. Und dann kann man in diesen Schlitz super, super einfach wohl einen Spicker reinstecken, den man vorher genau auf diese Größe her angefertigt hat. So mega klein aufgeschriebene Spicker bieten sich natürlich sehr, sehr häufig an. Ich denke, ihr kennt das, ne? Im normalen Word-Programm schreibt man sich den Spicker auf in der normalen Schriftgröße und dann nimmt man eine Schriftart und eine ganz, ganz kleine Schriftgröße und druckt das Ganze in seinem gewünschten Format aus. Zum Beispiel dieses Format bietet sich auch sehr, sehr gut an, um es... Ja, ihr denkt euch jetzt, was ist das? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das habe ich jetzt gerade nur gefunden, um es euch jetzt einfach mal als Linealersatz vorzuzeigen. Denn ich habe kein Lineal, aber was auch einige machen, ist den Spicker aufs Lineal zu kleben. Und dann kann man sozusagen noch zwei Spicker machen, denn man kann dann eine Spicker-Variation vorne machen. Und wenn man das Lineal umdreht, kann man hinten auch nochmal einen Spicker draufkleben. Das Ganze kann man sich in sein Etui reinlegen. Und dann hat man hier hinten sozusagen den Spicker schön... wie so eine kleine Tafel, wie so eine kleine Wandtafel drin liegen und kann das einfach sehr ordnungsgemäß sehen. Und die nächste Spickermethode ist wohl die dreisteste, die es überhaupt gibt. Und zwar ist es einfach so, dass man sich zu Hause einen Zettel voll mit seinen ganzen Informationen machen soll. Also das ist ein XXL-Spickzettel und den soll man dann einfach während der Klausur, zum Beispiel nach der ersten halben Stunde, wo es dann auch realistisch ist, dass man schon ein Blatt vollgeschrieben haben kann, rausholen und mit auf den Tisch legen, unter die anderen Zettel. Welche Spickermethoden fandet ihr jetzt am coolsten, am unterhaltsamsten oder welche habt ihr schon ausprobiert oder kennt ihr vielleicht noch andere Methoden, die ich jetzt vergessen habe? Kommentiert es auf jeden Fall jetzt und ich bin schon super gespannt, eure Kommentare zu lesen. Und außerdem solltet ihr dem Video auf jeden Fall nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr auf jeden Fall noch weitere Videos dieser Art sehen möchtet.
Und ansonsten schaut auf jeden Fall auch nochmal bei diesen zwei Videos hier am Rand vorbei. Hier oben kommt ihr zu meinem letzten Video, da habe ich euch vorgespielt, was Mädchen abends wirklich alleine im Bett machen. Guckt da auf jeden Fall vorbei, denn das Video habt ihr schon so gefeiert, was mich mega gefreut hat. Und hier unten könnt ihr euch noch ein anderes, ganz besonderes Video angucken. Und zwar zeige ich euch dort die 15 coolsten Mädchen-Must-Haves aus der Drogerie für unter 5 Euro. Alle Links zu den Videos findet ihr auch unten in der Infobox. Und bis zum nächsten Video schaut doch auch auf Instagram, Twitter und Facebook bei mir vorbei. Ich heiße über LaurenCocoXO, wie hier am Rand zu sehen, und auf Snapchat unter LaurenCocoXX. Ich habe euch lieb und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.